Ach, wir sind hier wieder bei der Dame. Bei der Amanda. Amanda Young. So, wo hat sie sich wieder versteckt? Finde Amanda, na toll. Ja, aber es wurde das letzte Mal trotzdem angezeigt. Ja? Ja. Da ist er doch. Also ganz ausgewieftes Versteck. Schön auf dem Bildchen. Oh, mit dem kleinen Sonnenschirm. Es ist sehr suspekt, was das für eine Welt ist. Mhm. Ich glaube, das ist eine digitale Welt in seinem Kopf. Dass Amanda keine Person ist, sondern ein Programm. Ja. Na dann. Hüpf rein. Also abstoßen vom Rand. Ja, ne? Wir finden sie nicht abstoßend. Stand ja abstoßen, gar nicht abstoßend. Verhalte dich na gut, abstoßen. So, dann. Ich meine, was hat die für ein Leben? Die sitzt die ganze Zeit an dem Boot und wartet auf uns, dass wir kommen und sie rumfahren. Sie sollte ihren Schirm ein bisschen einziehen. Ich liebe diesen Ort. Alles ist so ruhig und friedlich. Weit entfernt vom Lärm der Welt. Sag mir, was hast du rausgefunden? Eden Club? Ja. Ich spürte zwei Abweichler im Eden Club auf. Ich hoffte, etwas zu erfahren, aber sie konnten leider entkommen. So ein Pech. Du warst doch kurz davor, sie aufzuhalten. Ich glaube, das ist aber gut, dass wir bei ihr schlechte Punkte sammeln. Ja? Ich glaube wirklich, sie ist ein Programm. Verloren, Connor. Verloren und beunruhigt. Aufrichtig, entschlossen, kalt. Aufrichtig ist freigeschaltet, ja. Ich dachte, ich weiß, was ich zu tun habe. Doch jetzt merke ich, dass es nicht so einfach ist. Aber ich glaube, das ist gut. Sie ist bestimmt das Programm in unserem Kopf, was uns in der Bahn hält. Siehst du? Sie weiß das auch. Ja. Sie ist ein Programm in unserem Kopf, was uns sagt, wir sind die Maschinen, wir sollen gehorchen. Warum hast du nicht geschossen? Wahrheit. Ja. Wahrheit. Ich weiß nicht. Jetzt ist sie neutral. Naja, was ist die Wahrheit? Ich weiß es nicht. Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht, muss ich dich vielleicht ersetzen, Connor. Zuversichtlich. Ich werde erfolgreich sein. Doch das geht nur, wenn ich die Zeit habe. Etwas ist im Gange. Etwas Ernstes. Oha. Beeil dich, Connor. Die Zeit läuft uns weg. Das ist die sehr merkwürdig. Ja. Du gehst mir auf den Sack mit deiner Münze, Connor. Das hat er doch auch schon am Anfang gemacht. Ja. Hat er mehrfach schon gemacht. Dreimal. Bis jetzt das dritte Mal bestimmt. Scheiße, was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat's mir gesagt? Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Ist das? Sogar das ja. FBI möchte mitmischen. Da, wo wir den Sender manipuliert haben. Nee, macht er vielleicht immer das mit der Münze, wenn wir mit Amanda geredet haben? Eine Gruppe von vier Androiden. Sie kannten das Gebäude und waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht verhört. Ja, wir möchten ein bisschen rumgucken. Ist das darüber überprüft? Noch nicht. Hier ist so viel zu tun. Wir dürfen das nicht. Was hat er eigentlich für ein fesches Outfit hier mit so einem Glitzerzeug? Sie kommen für eine Reparatur. Sie konnten nicht schnell genug reagieren. Guck doch mal mit, was er da schaut. Na gut, das kannst du. Na, es ist zu spät. Aber du kannst da oben, konntest du was schauen. Einer ja. Der Mitarbeiter. In den Rücken geschossen, als er fliehen wollte. Ja, wurde aufgezeichnet, aber es ist ja eine eigentlich. Wofür Kameraaufzeichnungen sind bestimmt da vorne, oder? Nee. Da war noch was. Zielsicher können nur Androiden sein.
Die sind doch nicht direkt hier am Haupteingang. Alles klar. Ich meine, aber da direkt das, an der Tür war auch wenn noch du das was, Ding ne? überfällst. Ah, hier rechts. Ja. Ah, die Leiche. War es das jetzt? Dass wir drüber gehen konnten? Ja, sie hatten Fallschirme. Wir. Ah, das ist der, den wir erschossen haben. Ja, scheiße. Das hat ja wirklich viele Konsequenzen da. Ich dachte einfach mal den abballern, das ist nicht so schlimm. Wenn du dir die Videobotschaft der Abweichler ansehen willst, sie läuft auf dem Screen da drüben. Auf welchem Screen? Was? Wurde das Briefing an? Oh, Lieutenant, das ist Special Agent Perkins. Ach, jetzt hören wir das auch nochmal, was Lieutenant wir da entschieden Anderson haben. Leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Androiden gegen Androiden. Es sollte wirklich ein Android hier sein. Nachdem was passiert ist. Wie auch immer. Das FBI übernimmt die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr Ihr Fall. War mir eine Freude. Schönen Tag noch. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Haben wir den schon mal kennengelernt? Nö. Was für ein mieses Arschloch. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Na gut, dann sehen wir uns mal um. Sag mir Bescheid. Aber wenn ich das jetzt abspiele, nein, dann. Okay, Quatsch. Na, wollen wir nicht erstmal gucken, ob wir hier irgendwo diese Kameras sehen? Da untersuchen, nicht, dass das weg ist dann. Die hat das ja eingespeist, das Signal. Siehst du? Da hinten konntest du wenigstens nochmal hinschauen, vielleicht wird dadurch noch was freigeschaltet. Naja, da sind wir ja entkommen. Ja, ich weiß, aber vielleicht wird dadurch was freigeschaltet. Ja, jetzt ist nicht mehr da. Nee, naja, abspielen müssen wir's. Gibt's nicht noch was anderes, was du machst? Also, ja, hier. Das Mützchen. Mützli. Kappe gestohlen. Wartungsuniform. Ach, immer wenn ich es drücke, ist es weg. Hm. Ah, ist ja das Dach. Da war ja noch was. Damit spielen wir es ab, da ist noch was. Ja. Ah, jetzt sind das die Überwachungskameras. Mhm. Abweichler sind nicht eingebrochen. Es war kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt. Ah. Die Androiden des Senders befinden sich in der Küche. Sie waren vermutlich nicht involviert, aber wir wussten nicht, wohin mit ihnen. Aber muss erst mal abspielen ja. jetzt. Wo war Aldous draufgedrückt? Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Glaubst du, das ist RA9? Wie du es gesagt hast, er wird RA9. RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Na, die unterschiedlichen Augenfarben. Pupillen, Reflexion. Ach, da sieht man die Leute. Aufgenommen. 13,59. Aber ich lade Komplizen. Okay, das nächste. Wo oh, ihre Ersatzteil. RK-Serie, Prototyp RK-200. Registriert das als Marke.
Geschenk von Elijah. Clark. Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Nein. Nichts. Was denn auch? Nicht, dass hier unsere Freundschaft kaputt bricht. So, überprüfe das Dach. Nee, wir reden erstmal mit den Androiden. Mit den Typen, die da Kaffee trinken. Wenn ich den Weg hier rausfinde. Was macht er da eigentlich? In der Mitte. Was macht er da in der Mitte? Tadas oder so. Ist nicht so mit dem Schwarzlicht? Ich denke eher, dass. Nee, geh doch zurück, da war doch noch ein Mittelgang. Warum gehst du da nicht hin? Da ist mal er da ist. Keine Ahnung, wo es lang geht. Da links, oder was steht da? Küche. Ja. So, Jungs. Hallo. Welcher war's? Such dir noch einen aus. Sehen doch alle gleich aus. Prüfen Sie die Reaktion. Modell. Nenne dein Modell. Modell JP300. Seriennummer 336. Das interessiert uns nicht. 445. Brauchen die Funktion. Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. Speicher. Wollen wir den Speicher auslesen? Ach, komm her. Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Mach doch mal den nächsten. Erstmal. Mach eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Hä? Warum? Der hat dich komisch angeguckt. Wer? Der Linke. Ich weiß nicht mehr, dann hat er so rübergeguckt nochmal. Mach ihn nochmal. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist. Wir wissen es doch schon, der Linke. Nein, das ist meine Vermutung. Kannst ja nochmal nach der links Linke, und nach der hat geguckt. Da. Ja, guck, der guckt immer so rüber. Ja, aber das guckt der nicht auch nicht rüber? Nein. Nein, es ist der Linke. Linken. Verhandeln. Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Entschuldigen. Erstmal nur. Ja, aber nur weil er guckt? Ja, da stand doch mal, soll drauf achten. Alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist. Gib dich zu erkennen, oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Vielleicht muss man es eher daran erkennen. Ja, das Kabel nervt mich heute voll hier. Was für Leuchtfarben die im Kopf da haben? Wäre ja nicht. Du meinst, ich soll wirklich dem hier jetzt auf den Sack gehen? Ja, weil der komisch guckt. Der guckt nicht mehr komisch. Doch. Er ist es. Da stand ja, man soll darauf achten, wer sich besonders verhält. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Man wird dich zerstören! Verstehst du? Zerstören! Bluffen. Speicher prüfen. Ich würde erstmal bluffen. Nicht bluffen? Die Abweichler wurden erwischt. Bluffen. Sie lassen ja, euch hängen. Bluff. Ein Bluff. Lügen hat keinen Zweck. Wir wissen alles. Ja, es ist X. Was? Shit. Eine Minute habe ich noch. X? Stand da X? Frank!
Was denn? Ich brauche Hilfe. Wo stand er jetzt? Kannst du nach unten gucken? Das war der gewiss nicht. Doch. Da. Du brauchst deine Einheit da, die er dir rausgerissen hat. Ja. Natürlich war der das, deswegen ist er abgefatzt. Weiß ich nicht. Natürlich! Ja, weil wir ihn jetzt einfach verdächtigt haben und... Nein, da stand, wir haben doch gesagt, ja, die Androiden wurden gefunden, sonst hätte er sich ja keine Sorgen gemacht. Klar. In über eine Minute Zeit, ich meine, das werden wir wohl schaffen. Dann doch nicht aufs Dach, ne? Er ist ein Abweichler, aufhalten! Waffe nehmen. 10 Sekunden haben wir noch. Angreifen. Retten. Retten, oder? Oder Waffe nehmen? Waffe nehmen. Naja. Das jetzt haben wir natürlich. Ja. Aber was bringt das uns letztendlich, wenn er überlebt hätte. Ich wollte ihn lebend. Du hast damit Leben gerettet. Du hast mein Leben gerettet. Na, was es uns bringt, kommt immer darauf an, aus welcher Sicht ja, man das sieht. Ja, das stimmt. Er hätte sich wahrscheinlich den anderen angeschlossen. Und jetzt so haben wir nicht ihn auf dem Dach. Ja, auf dem Dach waren wir jetzt nicht. Das heißt, ja, wir sind halt unten den anderen Weg dann gegangen. Küche betreten und dadurch haben wir hier den anderen Weg schon irgendwie vertan. In der Mitte wäre auch noch was gewesen und das wäre wahrscheinlich das Dach gewesen. Ja.